Wieder was nicht? Ich finde es super. Wenn du so schaust, Franz, sind die Stämme alle. Der Kleinste bin ich sicher nicht. Ist nicht. Nein. Nie gewesen. Der Kleinste war groß, der andere der Große. Ja, der ist auch der Kleinste. Ich bin der Zweitkleinste, der Drittkleinste. Franz war auch nicht. Da werden gerade die Größenordnungen eingeteilt. Wer ist klar, wer ist noch kleiner, wer ist noch kleiner? Ne? Sie sind der Meinung, die Stämme sind alle klar. Da habe ich gemeint, das sie gesagt nicht. Ja. Jetzt müsste der Erwin wieder einmal ein Schwank aus seinem Leben dazu. Bitte. Weißt du noch eine Zugabe aus der Zeit, wie es der Hauptdarsteller war, bei Echter Wiener geht nicht unter? Da ist ja der Schwabe Nitzki hingekommen, hat dort gegessen und hat uns trainieren gesehen, hinten im Extrazimmer. Der Schwabe Nitzki hat gesagt, kurz zu, dass alle so liebe Leute sind, könnt trinken und essen, was wollt ihr dort, ne? Dann haben wir gekriegt ein Ziel, da ist drauf gestanden, der Text vom narrischen Kastanienkamm. Echter Wiener geht nicht unter. Da waren wir, der Schwabe Nitzki sagt halt, also Leirung, ihr könnt dort trinken und essen, was wollt. Na, das hätte er nicht zweimal sagen. Wir haben Leute mitgehabt, wie ein Eisdolf in Eisleitner. Der hat ihn aus dem Doppeliter hat er einen Wein gesoffen. Das war schon keine Wanne, der noch was der hat. Der war so angesoffen, der ist von Sessel geflogen durch. Ne? Und dann haben wir gekriegt einen Ziel, da war der narrische Kastanienbaum, der Text. Und haben wir müssen geschwind jeder den Text lernen, weil da war ein Klavierspieler und hinten ist einer gestanden, der hat immer mit seinem Frosch Tack gemacht und dann haben wir müssen zum Singen. Ja, ja. Und der hat Klavier gespielt und das haben wir, glaube ich, 70 Mal wiederholt, weil keiner den Text kennt. War das schon ein bisschen wahr? Und ich habe dabei in der Werkstatt zwei Spanplattenrahlen gemacht, habe oben drüber so eine Brade Hartfaserplatten genagelt, habe die schwarz gespritzt in der Werkstatt. Das haben wir ihm aufgesteckt, dann in den Mund. Und dann hat er es halt in den Händen, wie man tut. Wir haben das zweite Mal durchgefahren, ne? Ist auf einmal der Schwabe Nitz gekommen und hat gesagt, meine Herrschaften, ich muss euch leider eine betrübliche Mitteilung sagen. Ihr dürft diesmal nur jeder ein Kriegel Bier und ein Gnadwurst essen. Weil ich hab zum so hohe Spesen verursacht. Die haben dort so viel gesucht. 2x3 Stunden haben wir dort faktisch gedreht. Also immer wiederholt und immer wieder neu. 2x3 Stunden. Und dann, wie das ausgestrahlt worden ist, weil man denkt, na leider, jetzt ziehe ich mich da was abgelangt. Ich glaube, 3 Sekunden Ja, Erwin, wir danken für das Interview. Aber gerne, bitte. Und für diese historischen Aufdeckungen, was bei Filmarbeiten so passieren kann. Ich bin 54 Jahre zum Leben. Ja, mit 14 Jahren. Ja, damit waren wir mehrere. Und hab und in Hernau. Und ich bin beim Haustier rausgegangen. Und habe auf jedem Wirtshaus eh keinen Stehenverein. Früher war es ja auch so, ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe im ersten Jahr. Was hast du doch gerade das müssen anstellen? Wenn es da ausgerutscht ist, war das Versuch schon ungültig. Heute, wenn heute einer 150 Kilo
von da oben auslassen, dass das für ein Schild. Und dann gleich, was muss das da unten anzahlen? Oder überhaupt im Laufe der ganzen Ding, weil ja auch die Zniechteln, in Anführungszeichen. Was, wenn ich so denke, in meinen Bantam kriege, wenn ich da 80 Kilo was da unten mache. Das ist schon gefreut wie ein Schneekönig. Das ja noch gar nicht anschauen. Weißt du, was ich meine? Diese Zniechteln. Hasl und Grill. Was man für ab und am Auto schränkt jetzt? Nein, es kommt ja wieder Ich hab mich gerade noch erwischt.